So, meine Lieben, und jetzt sind wir wieder nächste Folge von Dead Space. Ja, letzte Folge haben wir hier die Schwerkraft wiederhergestellt, indem wir die ganzen Asteroiden hier in den Strahl rein geballert haben. Und ich muss sagen, ich meine, gut, klar, also man merkt, es geht jetzt dem zum Ende zu. Schlüssel abbaut. Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ja, ja. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker auf den Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Was ich aber merke, was... Also... Wie gesagt, man merkt, es geht jetzt zum Ende zu. Es zieht halt jetzt mehr an mit Monstern und so, mit Viechern. Dass da jetzt immer mehr kommen. Aber das, finde ich, bringt jetzt irgendwie diesen anfänglichen Horror-Flair, was die bisher natürlich echt, echt gut gemacht haben. Gar keine Frage. Aber ich finde, das macht jetzt so ein bisschen so dieses Horrormäßige kaputt. Wenn da jetzt so, wie jetzt gerade eben hier halt, ne? Kann man rechts fischern, kann man von links fischern, kann man von rechts fischern, kann man von links fischern. Also die haben jetzt halt mehr mit der Action angezogen, aber dafür, finde ich, leidet jetzt so der Horroraspekt darunter. Und für das Game halt sehr bekannt ist. Okay, hätte schon mal im Auge gehalten. Was zur Hölle war das schon wieder? Wie wär's, wenn ich demnächst einfach mein Maul halte? Ne? Thema, ja, es ist so eine Action, gar kein Horror mehr. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Gar kein Horror mehr. Ich erschreck mich gar nicht mehr, nur noch Action. Halt's mal. Oder die haben das jetzt mit Absicht gemacht. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe das gehört. Ich habe das da auch gehört, dieses. Wenn ich dort hingehen muss. Was ist denn jetzt dieses Gekrunze? Okay, ich bin ja richtig. Jetzt explodiert. Oh. Dr. Klein, was zum Teufel? Zurück. Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Okay. Suchen Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Security! Hallo, Security! Security! Hallo, Security! Hallo! Sirocketti! Wo ist die Sirocketti? Sirocketti! Du
siehst so aus, als würde es dir absolut nicht gut gehen. Du könntest auch bei den Avengers Red Skull spielen. Die haben auch ein Obergicht-Aiming, du, muss man ja mal so sagen. Okay, ich nehme alles zurück. Hier switchen. Hallo? Isaac? Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Isaac, nicht wahnsinnig werden. Schieß aber gerade mal, war das unsere Schwester? Die ist doch, glaube ich, Nicole, oder? War es unsere Schwester? Ich glaube. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Bist du echt? Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob die echt ist oder ob das eine Hallo von uns ist. Wichser! Was wenden zurück hier? Retour an der, ey Junge! Zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Oh ja, du machst das schon, wa? Ich liebe dich. Das hier wird bald vorbei sein. Sie ist unsere Frau? Ja gut, wobei, man kann nur zu also Geschwistern sagen, dass man sich liebt. Also. Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond.
In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Ich wohne hier. Aber ist alles möglich? Hier ist auch der Anzug Level 4. Schmidt. Anzug Level 4. Geil! Achso, das bin ich. Auf geht's zur wilden Fahrt nach Hause. Fuck you all. In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Okay. Ich kann ihn nicht hauen, ne? Komischerweise. Also ich bin ja jetzt auch nicht so am Speedrun. Aber anscheinend geht die Kampagne gar nicht so lange. Oder es kommt noch so unerwartet viel auf mich zu, was ich nur absolut nicht erwarte. So oder so ähnlich. Lagst du, Wichser, vorhin auch schon hier? Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirf unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Weil du jetzt den Wender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Ich gehe erstmal zum Shop und hol mir meinen neuen Anzug. Was ist also? Schiffe sind doch... übelste Etagen! Ich war so lange gefahren. Inventar ist voll. So, neuer Anzug. 35.000! Schon mal gespannt, wie wir hier danach aussehen. So geht er rein mit seinem dicken Booty. So langsam. So langsam wird's. Sieht zwar jetzt nicht ultra krass aus, aber hey. Also 17.000 an Moneten.
Delete. So. Gut. Was geht da? Ja, stimmt schon wieder. Werkbank. Hahaha. Schalenkapazität erhöht und nochmal einen Schaden. Der Damage, Kapazität und Schaden. Ja, sehe den nächsten zwei Knoten. So, ich sagen, sind wir da ordentlich abgegradet erstmal. So, naja, dann. Gehen wir mal zum Abbaudeck. Ich glaube, das war unsere Schwester. Ich glaube, das war nicht unsere Frau. Ich glaube, das war unsere Schwester. Diese Nicole. Aber es muss ja echt gewesen sein. Oh, ist doch nur eine Hallo? Aber dann frage ich mich ja, wie wir dann durch die Tür gekommen sind. Hier aus. Ist windig. Ja, das war ja klar. Alter, man sieht die gar nicht, ne? So, Arschloch. Als ob man hier nicht sieht. Also es scheint mindestens... Ah ne. Ja, Mike, ist ja noch eine Stufe 5. Ich kann halt null einschätzen, wie weit das Game noch geht. Dann gehe ich erstmal näher. Bank. Hier ist ein Speicherding. Hier ist Shop. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Das ist richtig. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Da hat er sich selber... Dazu gehört schon viel Mut, sich selber irgendwie die Gliedmaßen abzumachen. Okay, Knoten. Dazu gehört schon wirklich viel Kompromiss. Ja, wir gehen erst dort längs.
Mal sortieren. Oh, ist ja hier bei 20 Minuten. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, dann machen wir doch direkt Schluss hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts mehr an Videos verpassen wollt. Einfach auf den Abo-Knopf drücken, kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.